Muss es immer das Neueste sein, um gescheit Motorrad fahren zu können? Ich denke nicht. Ich zeige euch heute meine Top 10 Budget-Einsteiger-Bikes bis 2000 Euro. Also bleibt dran. Ja, kommen wir zu Platz 10. Es ist ein Cruiser und auch der einzigste Cruiser auf meiner Top-Liste. Und zwar geht es hierbei um die Yamaha Virago XV 535. Ja, die Yamaha XV 535 oder auch Yamaha Virago genannt, ist einer der meist zugelassensten Cruiser-Bikes, die es auf dem Markt gibt. Die werden immer noch gefahren, werden immer noch neu zugelassen. Sie wurde von 1988 bis 1995 gebaut, besticht mit ihrem V2-Zylinder, wie schon der Name es erahnen lässt, mit 535 Kubik, leistet dabei 46 PS, hat eine sehr niedrige Sitzhöhe, das heißt auch gerade für kleinere Fahrer gut geeignet und ist auch das einzigste Bike in meiner Top-Liste, welches über einen Kardanantrieb verfügt, welcher auch qualitativ sehr hochwertig ist und es so gut wie gar keine Probleme mit diesem gibt. Da diese Motorräder so oft gebaut und auch verkauft worden sind, ist natürlich die Ersatzteilversorgung gegeben. Da braucht man sich auch gar keine Gedanken drüber machen. Die sind auch relativ günstig. Was man jedoch erwähnen muss, ist, dass man nicht der Allergrößte sein darf. Denn ich mit 1,86 Meter würde darauf aussehen wie ein Affe auf dem Schleifstein. Also das Motorrad ist schon sehr kompakt und sehr schmal. Ich sag mal gerade für kleinere Fahrer, ich sag mal bis 1,78, vielleicht noch 1,80, ist das alles in Ordnung. Alles, was dann drüber geht, wird es echt schwierig. Da müsste man die Fußrasten nach vorne verlegen. Ansonsten könnte das schon vielleicht ein bisschen ungemütlich werden. Wie gesagt, ein Top-Cruiser, gerade in dieser Preisklasse. Der Motor ist sehr zuverlässig, im Prinzip auch nicht kaputt zu bekommen. Und man bekommt das Motorrad schon so, ich sag mal, ab 1200 Euro kriegt man schon gute Motorräder. Ja, der Preis geht dann auch natürlich hoch bis 2000 Euro. Es gibt natürlich auch einige, die die Motorräder umbauen und dann halt einen Komplettumbau gemacht haben und so weiter. Da bezahlt man natürlich ein bisschen mehr. Muss man für sich selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Aber wenn ihr auf Cruiser steht und wenig Geld in der Tasche habt, kann ich euch dieses Motorrad wirklich nur empfehlen. Ja, dann kommen wir zu Platz 9. Und das ist die BMW F650. Warum ist das Motorrad nur auf Platz 9 gerutscht? Ich sage euch auch den Grund. Der Grund ist einfach der, dass das Motorrad ein Einzylinder ist. Und Einzylinder sind oftmals ein bisschen ruppiger. Ja, sie laufen unruhiger, sie vibrieren natürlich stärker, haben ein sehr niedriges Drehzahlband. Und das sind alles solche Punkte, warum sie deswegen auch nur auf Platz 9 ist. Von der Verarbeitung her, von dem Motor her, also von der Qualität her, vom Fahrwerk ist sie wirklich top. Ja, ich kann sie jedem Einsteiger empfehlen. Das Einzige, man muss sich halt wirklich daran gewöhnen, dass so ein 650 Kubik Einzylinder natürlich relativ rau ist und man das halt schon, ja, da muss man halt sich schon ein bisschen drauf dran gewöhnen, also dran gewöhnen einfach. Und deshalb ist sie auch leider nur auf Platz 9. Gebaut wurde die F650 von 1993 bis 1999. Ab 2000 war es dann die BMW F650 GS, welche dann oftmals auch mit ABS verkauft worden ist. Wie ich schon gesagt habe, haben wir hier einen Einzylinder-Rotax-Motor aus Österreich. Sehr qualitativ hochwertig und auch mit bisschen Pflege nicht kaputt zu bekommen. Ich habe auch schon F650er gesehen, die dann schon fast 100.000 Kilometer drauf hatten. Also von dem her, das Ding läuft wirklich, braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen. Die F650 hat 48 PS, muss demnach auch für A2 nicht gedrosselt werden. Bei dem Nachfolgermodell, der F650 GS, sieht es dann ein bisschen anders aus, denn die hat dann 50 PS, also ihr müsst dann 2 PS runterdrosseln. Natürlich würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine F650 GS zu kaufen, also das Nachfolgermodell, eben weil es die oftmals schon mit ABS gab und der Motor wurde ein bisschen überarbeitet, ist wohl noch mal ein bisschen laufruhiger als bei der normalen F650. Ist nicht immer ganz so einfach. Oftmals werden die F650 GS so im Schnitt ab 2.500 verkauft. Manchmal kriegt man sie auch so um die 2.000, dann haben sie aber oftmals auch schon 80, 90.000 Kilometer drauf. Da wäre dann der Punkt, wo ich mich dann doch lieber für eine F650 entscheiden würde, wenn ich die dann mit wesentlich weniger Kilometer bekommen könnte. Ja, kommen wir zu Platz 8 und das ist die Kawasaki ER5 Twister. Ja, die Kawasaki ER5 Twister wurde von 1996 bis 2006 gebaut, ist ein typisches Naked Bike,
Zwei Zylinder in Reihe, sehr laufruhig, leistet 49 PS. Und die Ersatzteilversorgung ist natürlich gegeben, wurde auch sehr, sehr oft verkauft, gerade auch in Fahrschulen immer benutzt und dementsprechend wirklich ein sehr gutes Anfänger- oder Einsteigerbike, welches man schon so um die 1000, ja, so ab 1000 Euro geht es langsam los, ja, geht natürlich dann auch hoch bis 2000 Euro. Grundsätzlich würde ich hier immer den Gesamtzustand betrachten, die Laufleistung und ob Service gemacht wurde, auch wenn der vielleicht selber gemacht wurde, das ist halt schon wichtig. Aber letztendlich auch ein Motorrad oder gerade auch ein Motor, welcher man eigentlich nie kaputt bekommt. Ja, ein bisschen Pflege, bisschen Ölwechsel und dann habt ihr wirklich sehr, sehr lange Spaß damit und sehr, sehr zuverlässiges Motorrad. Ja, auf Platz 7 haben wir auch wieder so ein Kultbike, nennt sich Kawasaki GPZ 500. Ja, was gut ist, wird auch lange gebaut. Die Kawasaki wurde von 1986 bis 2003 gebaut und hatte einige Facelifts. Auch sie verfügt über zwei Zylinder in Reihe und leistet 50 bzw. 60 PS. Auch wie alle anderen ein sehr, sehr solides Motorrad. Mittlerweile jedoch ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, mit Kultstatus. Also da gibt es wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Modelle. Die bekommt man dann auch so für 1000 Euro, 1200 Euro geht es dann los. Aber dann gibt es auch so schon richtige Liebhaberstücke, die dann wirklich absolut akkurat sind. Da ist nichts dran. Da zahlt man auch ganz gerne mal 2000 Euro für. Wie gesagt, muss jeder für euch selber entscheiden. Aber im Prinzip könnt ihr ja mit diesem Motorrad überhaupt nichts falsch machen. Hier auf Platz 6 auch ein sogenanntes Brot- und Butter-Motorrad. Ein sehr, sehr zuverlässiges Motorrad und zwar ist das die Suzuki GS 500e. Ja, die Suzuki GS 500e, auch so ein typisches Fahrschulmotorrad, was sehr, sehr oft in Fahrschulen benutzt wurde, wurde von 1989 bis 2007 gebaut. Da gab es auch viele, viele Facelifts. In den meisten Fällen wurde sie als Naked Bike verkauft. Später dann nachher, um die 2000er, wurde sie dann vermehrt auch mit Halbverkleidung verkauft, wodurch dann ihre Optik natürlich wesentlich frischer wirkte und auch moderner. Grundsätzlich habt ihr hier einen Zweizylinder in Reihe, auch wie bei der Kawasaki ER5 oder auch der Kawasaki GPZ. Grundsolide mit 46 PS. Die Ersatzteilversorgung ist absolut gegeben. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft diese Suzuki GS 500e verkauft worden ist. Es gibt so viele Motorräder auf dem Markt. Die sind einfach nicht kaputt zu kriegen, ein bisschen Ölwechsel machen. Und ihr habt wirklich für lange Zeit Spaß damit und braucht euch auch keine Gedanken machen. Mir persönlich gefallen ja die Facelift-Modelle ein bisschen besser, gerade mit der Halbverkleidung. Also ich finde, die machen schon relativ was her. Und kurioserweise sind sie auch in dem Preissegment von 2000 Euro locker zu haben. Die älteren Modelle, explizit die Naked-Modelle, die bekommt ihr stellenweise schon für 700, 800 Euro. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, für 700, 800 Euro, dann ist das Schrott. Ja, manchmal ist auch ein bisschen Schrott dabei, gebe ich zu. Aber ich habe auch schon oft welche gesehen, die dann 800 Euro gekostet haben. Und die waren wirklich absolut top. Die hatten dann im Schnitt 30, 40, 1000 Kilometer drauf, wurden verhältnismäßig gut gepflegt. Und ja, die kann man wirklich ohne Bedenken kaufen. Und ihr könnt dieses Motorrad auch mit einer höheren Kilometerlaufleistung kaufen. Ich sag jetzt mal 60.000, 70.000, das ist alles kein Problem. Ja, auch auf Platz 5 haben wir wieder ein Bike, was sehr oft in Fahrschulen genutzt worden ist. Und zwar geht es jetzt hier um die Honda CB 500. Die Honda CB 500 wurde von 1993 bis 2002 gebaut und ist ein reines Naked Bike. Auch hier gab es zwar Facelifts, jedoch niemals mit einer Halbschale oder so. Also wie schon gesagt, ein reines Naked Bike. Sie leistet 57 PS, hat dabei auch zwei Zylinder in Reihe. Und auch sie ist wieder absolut unkaputtbar. Der Motor ist wirklich sehr, sehr entspannt, sehr ruhig und drehfreudig auch von unten raus. Also wirklich, was demnach angeht, ein richtig, richtig gutes Motorrad. Warum ist die CB 500 bei mir auf Platz 5 und nicht wie die GS auf Platz 6? Liegt einfach daran, dass die CB 500 nochmal ein bisschen besseres Fahrwerk hatte und daher so einen ganz kleinen Vorsprung gegenüber der Suzuki GS 500e. hat. Preislich liegen wir hier ein bisschen höher wie die GS, also ich sehe selten eine CB 500 für 800 Euro oder so und wenn sie drin ist, dann wirklich schon mit 80.000 Kilometer aufwärts.
Wie schon gesagt, also im Prinzip könnt ihr rechnen so 1000, 1100, 1200, da geht es langsam los und die meisten befinden sich so in der Preisspanne zwischen 1300 und 1500 Euro. Nicht ganz aufs Treppchen hat das folgende Motorrad geschafft, aber nichtsdestotrotz auch ein wirklich super schönes Motorrad und zwar ist das die Suzuki SV650. Die Suzuki SV650 wurde von 1999 bis 2010 gebaut, also auch eine relativ lange Zeit. Sie hat einen V2 Motor, welcher 76 PS leistet, also auch dementsprechend genügend Leistung dahinter. Der Motor ist absolut kultiviert, drehfreudig und was man halt auch sagen muss, gerade durch den V2 hat man bei diesem Motorrad einen wirklich sehr, sehr coolen und kernigen Sound. Also wer auf Sound steht, ist hier bei dem Motorrad auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Auch das Motorrad gibt es sowohl als Naked als auch mit einer Halbschale versehen. Mir persönlich gefällt die Halbschale ein bisschen besser, aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Von der Fahrdynamik her macht sich das nichts, aber prinzipiell gefällt mir die Halbschale ein bisschen besser. Ihr müsst natürlich für euch entscheiden, was ihr cooler findet. Was den Preis angeht, liegen wir hier im Schnitt bei 1300, geht es los. Und ich sag mal, richtig gute Modelle mit so gut wie keinen Gebrauchsspuren oder wenig Gebrauchsspuren gibt es so für 1600, 1700, so in dem Bereich. Ja, da sind wir jetzt schon bei den Top 3 angelangt. Und auf dem dritten Platz habe ich die Yamaha XJ600 Diversion. Ja, die Yamaha XJ600 wurde von 1991 bis 2003 gebaut, hat einen sehr zuverlässigen, samtig laufenden Vierzylinder mit 61 PS und gilt auch, wie bei fast allen Modellen, die ich euch jetzt genannt habe, als komplett unkaputtbar. Auch hier gab es einige Facelifts, wobei es dann nur die Optik verändert wurde bzw. gefaceliftet wurde. Ja, wie gerade gesagt, haben wir hier einen Vierzylinder, der absolut seidenweich läuft, total laufruhig. Ihr habt da kein Zuppeln, kein Knarren, kein gar nichts. Es ist wirklich ein Traum, mit diesem Motorrad zu fahren. Die XJ600 gab es einmal als N-Version, N stand dann für Naked, und auch als XJ600S, die dann eine Halbschale hatte. Mir persönlich gefallen beide sehr gut, muss ich sagen, wobei ich mich höchstwahrscheinlich dann schon für die Halbschale entscheiden würde. Preislich gesehen geht es hier auch schon ab 1000 Euro los. Da muss man aber dann schon mal ein bisschen genauer schauen, ob dann auch der Service gemacht worden ist, ob Ölwechsel gemacht worden ist. Oftmals haben die dann auch schon hohe Laufleistung, was aber auch schon wieder für die Zuverlässigkeit des Motors spricht. Also für 1500 Euro bekommt ihr da aber auch schon wirklich ein sehr gutes Motorrad, was noch nicht eine so hohe Laufleistung hat. Ich sag jetzt mal im Schnitt 30, 40, 50.000 ist absolut gar kein Problem. Auf Platz 2 haben wir auch ein Kultmotorrad, das ist die Suzuki GSF 600 Bandit. Ja, die Bandit wurde von 1995 bis 2008 gebaut, hat auch wie die XJ600 einen Vierzylinder in Reihe mit 78 PS. Auch hier kann man sagen, der Motor läuft seidenweich. Es ist nämlich auch genau der gleiche, der in meinem Motorrad drin ist. Also da habt ihr wirklich Spaß mit, damit könnt ihr schön cruisen. Das Ding ist einfach nur Bombe. Auch die Bandit gab es dann einmal als Naked-Version und auch mit einer Halbschale. Auch hier bevorzuge ich persönlich die Halbschale. Sieht einfach ein bisschen fresher aus. Und da würde ich auch noch auf das Facelift vielleicht achten, denn die Lampe bzw. der Scheinwerfer vorne ist bei dem Facelift einfach ein bisschen moderner und sieht nicht ganz so altbacken aus. Ja, bei dem älteren Modell ist die Halbschale mit einem rechteckigen Licht, sieht halt immer ein bisschen älter aus. Also wenn ich mir persönlich die ältere Variante kaufen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich für die Naked-Version entscheiden. Und wenn ich die Chance hätte, eine Halbschale zu bekommen, dann würde ich mich allerdings für das Facelift entscheiden, denn ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sieht es ein bisschen frischer aus. Ja, da es sich hier wirklich um ein Kultbike handelt, was auch total oft verkauft wurde und heute noch wirklich gern gekauft wird, sind hier die Preise so ein bisschen unterschiedlich. Man kann Glück haben, man bekommt für 1200 wirklich ein Top-Modell. Man kann aber auch Pech haben. Und es geht erst bei 1800 los, ja. Da müsst ihr einfach mal schauen. Grundsätzlich kann ich euch auch wieder sagen, die Naked-Variante bekommt ihr wesentlich günstiger. Wobei ich da auch sagen muss, der Unterschied zu der alten Naked-Variante und der mit dem Facelift macht kaum einen Unterschied. Ja, also von der Optik her
Da könnt ihr wirklich dann auch die ältere Variante nehmen. Und bei der Halbschalenverkleidung, da müsst ihr einfach schauen, die sind dann meistens ein bisschen teurer. Also ich habe auch schon welche gesehen für 1500, aber im Schnitt bewegen die sich dann schon so um die 2000 Euro. Und der Winner ist auf Platz 1 die Yamaha TDM 850. Die Yamaha TDM 850 wurde von 1991 bis 2001 gebaut. Sie hat zwei Zylinder in Reihe und leistet dabei 77 PS. Das Motorrad ist grundsolide, unkaputtbar, jedoch hat sie so das Image, dass es so ein, ja, ich sag jetzt mal, Otto-Normalbike ist, hat wenig Flair, finden zumindest viele so. Ich persönlich nicht, ich finde sie ehrlich gesagt sexy, ist Geschmackssache. Gerade die ältere Version mit den zwei runden Frontleuchten ist nicht jedermanns Sache, aber ich find sie einfach cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist halt einfach ein super Einsteigerbike. Ein kompletter Allrounder, grundsolide. Ihr sitzt wirklich klasse auf dem Motorrad. Der Motor ist klasse, der geht auch nicht kaputt, ne? Auch komplett grundsolide. Wie schon gesagt, das Motorrad hat natürlich jetzt keinen großen Flair, aber das haben die wenigsten Motorräder auf meiner Liste. Es geht ja darum, dass man gut und zuverlässig mit dem Motorrad fahren kann und dabei möglichst wenig ausgibt. Auch hier gab es natürlich einige Facelifts, ja. Der Frontscheinwerfer wurde dann irgendwann gewechselt. Ja, dann gab es nicht mehr da diese zwei Kulleraugen, sondern dann gab es dann diverse andere. Aber wie schon gesagt, grundsolide. Ihr könnt hier nichts falsch machen, auch nicht mit höheren Kilometerlaufleistungen. Und preislich gesehen liegen wir hier von 1200 Euro bis 2000 Euro. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Modell ihr euch holt, beziehungsweise ob ihr schon das Facelift habt oder nicht. Und was man natürlich sagen muss, das Motorrad hat eine Sitzhöhe von 82,5 cm. Das heißt, für die Allerkleinsten wird es dann schwierig mit den Füßen. Ja, da müsst ihr einfach mal schauen. Aber ich sag mal, gerade für Großgewachsene, so wie mich jetzt zum Beispiel, wäre das einfach optimal. Ja, super Sitzhöhe, ihr kommt mit den Füßen trotzdem noch runter, aber seht halt auch nicht aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Also das ist ganz klar für mich der Gewinner in meiner Top-Liste. Sie sind nicht oft zu bekommen, ja, also sie werden relativ selten verkauft, was nicht heißt, dass sie selten produziert wurden oder wenig produziert wurden, aber es möchte halt keiner mehr dieses Motorrad verkaufen, weil es einfach so gut ist. Ne? Müsst ihr einfach mal schauen, vielleicht müsst ihr dann auch ein paar Kilometer weiterfahren, um euer Traumbike zu bekommen. Wie gesagt, für mich persönlich ist es die Top 1. Und ihr macht da absolut nichts falsch. Ja, wie gesagt, dann sind wir jetzt mit der Top-Liste im Prinzip auch schon am Ende. Wie ich gerade schon gesagt habe, das ist meine persönliche Top-Liste. Ihr habt da vielleicht ganz andere Motorräder im Kopf und vielleicht noch andere Ideen. Gar keine Frage. Könnt ihr auch mal eure Meinung hier drunter schreiben. Vielleicht ist das ein oder andere Motorrad dabei, wo ihr sagt, ey, das wäre jetzt mein Top-Favorit, ja, gerade in dem Preissegment bis 2000 Euro. Ich sag mal so, natürlich, wenn man mehr Knatter in der Tasche hat, kriegt man auch bessere Motorräder. Wobei man ganz klar sagen muss, alle Motorräder, die ich euch heute gezeigt habe oder vorgestellt habe, sind grundsolide Motorräder, bei denen man wenig Angst haben muss, dass was kaputt geht. Außer natürlich Verschleißteile, aber das ist bei allen Motorrädern so. Aber der Motor ist immer grundsolide, sehr zuverlässig, da braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Ihr macht einfach eure ganz normalen Serviceintervalle, beziehungsweise ihr könnt es ja auch selber machen, Ölwechsel. Und dann sind die meisten einfach schon komplett zufrieden. Und es passiert auch nichts. Natürlich sind sie vom Flair vielleicht nicht ganz so der Hingucker oder der Burner. Aber wie gerade schon gesagt, grundsolide. Ihr wisst, was ihr habt. Ihr könnt erstmal anfangen mit so einem Motorrad. Könnt ihr mal gucken, ist die Motorradszene oder das Motorradfahren was für mich? Macht mir das Spaß? Und wenn ihr dann vielleicht auf dem Trichter kommt und sagt, ey, nee, Motorradfahren ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding, dann habt ihr auch nicht so viel Geld in Sand gesetzt. Ja, und kriegt das Motorrad im Prinzip für den gleichen Preis schon wieder verkauft. Also die Wertminderung ist dann quasi nicht mehr vorhanden. Ja, also billiger werden sie dann nicht mehr und da habt ihr eigentlich wenig Risiko dabei. Ich fand dieses Thema eigentlich sehr wichtig mit diesen Budget-Einsteiger-Bikes, denn es ist wirklich schwierig, gute Motorräder zu bekommen und gerade wenn man vielleicht sich nicht ganz so gut auskennt und nicht so wirklich weiß, ach, was soll ich mir jetzt holen und für 800 Euro ist bestimmt Schrott, siehe GS 500e, ja, die kriegt man nämlich schon für 800. Wie gesagt, auch ich war bei dieser Frage und habe mir damals so gedacht, ja, boah, was kriegst du dann eigentlich für so wenig Geld? Ja? Natürlich kann man sagen, ey Leute, wenn ihr jetzt 5, 6, 7.000 hinlegt, dann kriegt ihr wirklich was Neueres mit ABS, mit
pipapo. Ja, ganz klar. Aber viele Leute haben diese 5, 6, 7, 8.000 Euro nicht. Gerade weil sie vielleicht nicht so viel verdienen oder vielleicht Familie haben, wo sie sagen, okay, Motorrad fahre ich gerne, aber Familie kommt halt an erster Stelle. Und wenn man auch wie ich jetzt Kinder hat und so, kann ich nicht sagen, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad für 7.000 Euro oder 8.000 Euro und dann gibt es auf gut Deutsch gesagt ein paar Monate lang nur Nudeln mit Ketchup. Ne? Und wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen, ganz klar. Nur, ich finde, ein Bike zu kaufen für 5, 6, 7, 8.000 ist halt einfacher, ja, weil man natürlich auch mehr Auswahl dann hat und halt auch neuere Sachen bekommt. Und deswegen war das Video für mich einfach wichtig. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen, dass eure Entscheidung für ein, ich sag mal, Einsteiger-Budget-Bike nun leichter fällt und ihr wisst, was ihr euch holen wollt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder so, wie gesagt, immer gerne hier in den Kommentaren rein. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook und Instagram, verpasst ihr auch nie was. Und ansonsten kann ich nur sagen, Ton to Reels, Info ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.